Hallo Andrea. Hallo Robert. Vor 2,5 Monaten hast du ja deine Aufstellung gehabt. Und jetzt hätte ich gar nicht von dir gewusst, ob du da Veränderungen bemerkt hast nach dieser Aufstellung. Also ich habe unmittelbar danach schon eine Veränderung gemerkt. Ja. Also ich konnte meinen Körper besser wahrnehmen. Ja. Und dann tauchte immer wieder der Satz auf, was vorbei ist, ist vorbei. Und das war ganz wichtig, ja. weil das wichtig ist, dass ich das Alte wirklich, dass das seinen Platz haben darf, aber dass ich das endlich mal loslassen kann. Dann ist mir aufgefallen, dass ich mich, also ich war besser zu mir, ich habe zu mir hingeschaut, ich habe es mir gut gehen lassen. Das klingt aber gut. Ja. Ich konnte wahrnehmen, dass ich schon immer wieder in das alte Muster zu schauen, wie geht es denn dem anderen und was könnte ich denn da tun, aber ich konnte es wahrnehmen und konnte mich wieder zurücknehmen. Das ist erstaunlich. Weil du hast ja da gesagt, wo ist dein Platz, und da habe ich ja dann gesagt, also da ist mein Platz. Und das Bild habe ich mir immer hergeholt, wo ist mein Platz. Ja. Und erstaunlich war auch, dass ich von Menschen, die sich gut abgrenzen können von mir, dass ich das auch wahrnehmen konnte, aber zum ersten Mal so nehmen und nicht beleidigt sein. Ach, das ist ja spannend. Ja, und bin zwar einen Schritt zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, der kann seine Grenzen setzen. Ja. Und konnte das aber gut nehmen, und früher war ich ja beleidigt, also da wollte ich ja lieber dann nichts zu tun haben, weil wenn sich jemand mit mir verschmelzt und verbindet, das ist ja so toll gewesen. Ja. Also man könnte vielleicht sagen, du hast jetzt gelernt, dass du auch ein Tiger bist. Genau. Und dass der andere das halt merkt, dass du ein Tiger bist. Ja, genau. Und da muss man nicht gekränkt sein, sondern man kann sich auch fühlen, jetzt ist man in seinem Wert erkannt. Genau, und ich war auch nicht beleidigt. Ja, das ist wichtig. Also ich habe das als was Positives erkannt, zum ersten Mal. Sonst war ich früher ja eher beleidigt. Ich habe mir dann gedacht, ja, was ist denn das für ein Depp? Ja, genau. Ja, diese erwachsene Andrea, die so frei sein darf von dem ganzen schweren Schicksal, das ist mir noch so ein bisschen fremd und ein bisschen unheimlich, ungewohnt. Ja. Also da bin ich jetzt gerade so vorsichtig, das zu ertasten. Ist halt noch unbekannt. Ist unbekannt, ja. Ob ich das wirklich, also ob ich es mir auch wirklich so gut gehen lassen darf, ja. Ja. Weil ich habe ja eigentlich schon immer geschaut, dass es dem anderen gut geht. So warst du, bist du erzogen worden. So bin ich gestrickt, ja. So bist du konditioniert. Genau. Ja. Und ich denke, das Recht habe ich. Ja. Also ich manchmal ist es so, dass ich meinen Gefühlen und meinem Verstand nicht so vertraue momentan, aber dann hole ich mir diesen gesunden Menschenverstand her, den du immer wieder hergeholt hast. Genau. Und dann weiß ich, dass es richtig ist. Weil das andere ist noch so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also das Gefühl braucht eine Weile, bis das sich neu einstellt. Auf das kann ich mich momentan jetzt nicht so verlassen. Ja, ja. Das ist ja mal das Problem, dass die Leute, dass viele Therapeuten auch sagen, verlass dich auf dein Bauchgefühl. Und wenn das Bauchgefühl halt so grundsätzlich verwirrt ist, dann ist dieser Ratschlag nicht so sehr hilfreich. Ja, aber mehr gibt es nicht zu sagen, aber ich glaube, das war schon viel. Gut, eine Frage trotzdem noch. Du hast ja geschildert, auch wie in deiner Umgebung, in der Realität sich da sehr unangenehme Situationen ergeben haben. Hat sich in der Realität irgendetwas verändert? Also ich habe dem Lebenspartner gegenüber, der ja nach wie vor sehr schwer krank ist, merke ich eine Veränderung. Ja. Also zum Teil auch so, als wäre eher ein bisschen beleidigt. Ja. Weil du dich zurückziehst. Ja, und weil er ja die Rolle nicht mehr hat. Ja. Das war am Anfang erstaunlich, da war er sogar ein bisschen aggressiv. Ja. Ja. Und mein Vater,
ist auch so, dass ich merke, dass ich mich besser abgrenzen kann von ihm und er sich von mir und dass ich ihn gehen lassen kann, ja, wenn er das möchte, ja, und ihn nicht mehr festhalte. Ja. Und es steht ja noch immer das Thema Mutter im Raum, ja, weil ich sie begleitet habe zwar, aber mich nicht wirklich verabschieden konnte. Ja. Ja, das schauen wir uns noch an in einer weiteren Aufstellung. Okay. Gut. Dankeschön.